Weiter geht's mit Wargames und weiter geht es mit der wahrscheinlich größten Herausforderung für Asuka. Hier ist die Herausforderin, hier ist Ronda Rousey. Kann sie Asuka entthronen? Asuka ist die längste, ja eigentlich von allen Superstars, egal ob männlich oder weiblich, die längste Person, die den Titel hält und gehalten hat. Es ist immer noch derselbe Titel wie von Anfang an. Sie war in WWE 2K22 die erste SmackDown Women's Championess und ist es immer noch. Wird das Askas letztes Titelmatch? Wird sie endlich entthront von Ronda Rousey? Beide Frauen noch ungeschlagen, aber Rousey hatte auch erst ein Match und kassiert direkt den Dropkick. Kann Asuka hier tatsächlich den Titel verteidigen? Die große Preisfrage. Das ist auf jeden Fall ein guter Start von Asuka. Wenn nicht Rousey, wer denn dann noch? Wer bleibt denn noch übrig? Achtung, Asuka mit einem Neckbreaker. Bisher lässt sie Rousey keine Chance. Sie ist nicht umsonst SmackDown Women Champion von Anfang an. Ungeschlagen. Denn bisher lässt sie ihrer Gegnerin wirklich keine Chance. Rousey weiß gar nicht, wie sie in dieses Match kommen soll. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Und jetzt direkt gute Aktion. Bringt sie Asuka tatsächlich mal auf die Matte. Und direkt wieder der Konter. Asuka, so dominant, so stark. Mit Kicks gegen Rousey und wirft Rousey durch den Ring. Das muss man auch erstmal schaffen. Direkter Pin-Versuch, aber Rousey, die gibt nicht so schnell auf. Es braucht deutlich mehr. Schöner Tritt von Asuka. Noch ein Tritt aufs Gesicht von Ronda Rousey. Die rollt sich da erstmal raus. Wahrscheinlich die beste Entscheidung, aber Asuka schon auf dem Top-Job. Keine Faschenaufpause erlaubt. Dropkick gegen Rousey. Asuka verliert keine Zeit, jetzt mit Kicks gegen Rousey. Wer hätte gedacht, dass Rousey bisher absolut keine Chance in diesem Match hat. Wird sie gegen die Barrikade geworfen. Ah, jetzt ausgewichen. Und jetzt der Kick. Jetzt bringt sie Asuka endlich mal wieder auf den Boden. Und haut sie gegen das Turnbuckle. Ist das vielleicht eine Chance? Aber nein, wieder Asuka mit dem Konter. Und wieder Kicks von unserem Champion. Asuka zurück im Ring. Rousey kommt hinterher. Asuka, was wird das? Wunderschöne Aktion. Konter von Rousey. Und Rousey jetzt vielleicht mit einer Chance. Klasse Backsuplex mit einer Drehung. Probiert es jetzt mit dem Pin. Ich glaube nicht, dass das reicht. Kickout für 1. Aber Rousey findet immer mal wieder Wege, sich hier zu wehren gegen den Champion. Gegen Asuka. Schöner Tritt auf das Bein. Und das erste Mal hat Asuka Probleme in diesem Match. Rousey bringt sie jedes Mal wieder mit einem neuen Move zurück auf die Matte. Rousey. Ah, Konter von Asuka. Reverse DDT. Asuka nimmt Rousey hoch. Asuka schnappt sich Rousey. Das ist der Asuka-Lock und der geht durch. Mit diesem Move hat sie nahezu jeden Gegner besiegt. Aber auch nicht immer beim ersten Versuch. Rousey kommt raus. Und jetzt Rousey bringt Asuka wieder auf die Matte. Und jetzt harte Schläge gegen Asuka.
wird ausgewichen. Aber Rousey läuft hinterher. Und Rousey schneller. Und Rousey in den Submission Lock. Man hätte zwischen denen gleich eigentlich ein Submission Match ansetzen können. Aber sich vorzustellen, dass eine von denen wirklich aufgeben sollte, ist schon wieder unvorstellbar. Achtung, Asuka. Bringt Rousey in die Seile. Wieder ein Zusammenprall. Und diesmal Asuka schneller. Und jetzt geht der Kick durch. Und jetzt könnte es vielleicht sein. Rousey steht einfach auf. Rousey steht einfach auf. Jetzt hat Asuka genug. Jetzt gibt es den zweiten Asuka-Lock. Und jetzt viel Spaß, da rauszukommen, Rousey. Sie kommt raus. Und ist ohne Probleme. Ronda Rousey, was macht die denn gerade? Kommt aus dem Signature. Steht danach einfach wieder auf. Kommt aus dem Finisher raus. Und apropos Finisher. Jetzt hat sie Asuka auf der Matte und jetzt gibt es den Armbar. Muss Asuka aufgeben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und Asuka kommt raus. Wehrt sich jetzt. Gegen Rousey. Harte Schläge. Konter von Rousey. Konter von Asuka. Aber Rousey gerade immer wieder schneller. Und jetzt wirft sie Asuka ins Turnbuckle. Hat sie Asuka damit ausgenockt? Nicht ganz. Asuka kommt raus. Und jetzt noch mehr harte Schläge. Rousey wird sauer. Sie will dieses Match gewinnen. Sie weiß, dass sie eine Chance hat. Ganz schwierige Phase, gerade für Asuka. Und jetzt Rousey auf dem Top Rope. Asuka kassiert den wohl größten Big Splash in der Geschichte. Jetzt vielleicht in den Ring bringen. Oder noch draußen weitermachen. Konter von Asuka. Asuka, German Suplex. Und Rousey mit einem Kick. Das Match hat mittlerweile echt Fahrt angenommen. Aufgenommen. Knee Drop. Ein Double Countout würde Rousey nicht weiterhelfen. Wir sind schon bei 6. Aber will Asuka durch Countout gewinnen, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Oder? Vielleicht doch. Vielleicht hat Asuka da ein bisschen Respekt vor Rousey. Vielleicht weiß Asuka, dass Rousey... Nee, Asuka geht raus. Ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Es ist nicht Asukas Art. Die ist so dominant, die kann jeden Gegner besiegen. Boah, wunderschön. Rousey mittlerweile wieder mit richtig großen Problemen in diesem Match. Asuka mit der Oberhand. Schnappt sich jetzt Rousey. Vielleicht jetzt zurück in den Ring. Nee, die bleibt draußen. Haut sie erneut in die Barrikade rein. Und Rousey mit dem harten Clothesline. Jetzt vielleicht die Chance für Rousey. Bringt jetzt nämlich Asuka in den Ring. Und jetzt wird spannend. Ronda Rousey will dieses Match beenden. Und es geht in den Ankle Lock. Und jetzt hat sie Asuka unten. Muss Asuka aufgeben. Haben wir einen neuen SmackDown Women's Champion. Beide Damen schon mit zwei Finisher Submission Locks, die es nicht beendet haben. Dropkick geblockt. Rousey. Vorarm. Ist es das? One. Two. Kickout. Die MMA-Fighterin mit einem harten Schlag. Aber auch der hat nicht gereicht. Asuka kam raus. Asuka kann kontern. Und jetzt Asuka. Jetzt sieht Asuka eine Chance. Zum dritten Mal in den Asuka-Lock. Das war's. Das muss die Titelverteidigung sein. Keine Chance für Rousey. Sie gibt auf. Rousey gibt auf. Asuka bleibt weiterhin SmackDown Women's Champion. Ungeschlagen. Unglaublich dominant.
Der Wahnsinn. Wer kann bitte Asuka entthronen? Was eine Show bisher. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Bisher wurden in beiden Titelmatches die Titel verteidigt. Aber wir haben ja noch eins. Wir haben das WWE Championship Match zwischen Bobby Lashley und dem ebenfalls ungeschlagenen Champion AJ Styles. Kann Bobby Lashley AJ Styles entthronen? Dem allerersten WWE Champion, der auch immer noch WWE Champion ist. Wird Zeit, es rauszufinden. Hier ist AJ Styles. Was ein Match. Und Styles direkt mit einem Superstart. Er will seinen Titel nicht verlieren. Trifft hier so gerade noch Bobby Lashley. Boah, er startet mega. Der startet mega. Wir dürfen nicht vergessen. AJ Styles. Der erste WWE Champion. In einem Triple Threat Match gegen Nakamura und Sheamus gewonnen. Unter anderem gegen Edge beim SummerSlam verteidigt. Gegen Damian Priest. Gegen Keith Lee. Gegen Austin Theory. Er ist immer noch WWE Champion. Endet heute seine Titelregentschaft gegen Bobby Lashley. Lashley. Unglaublich. Er hat Brock Lesnar besiegt beim SummerSlam. Er steht 3-1. Eine Niederlage hatte er direkt in seinem allerersten Match. Das war schon ewig her. Gegen Nakamura. Weswegen er dann nicht im Money in the Bank Match war. Aber seitdem er... konnte ihn keiner mehr was anhaben. Wer kann sich hier den Sieg holen? Styles oder Lashley? Lashley haut hier Styles in die Seile rein. Schöner Tritt gegen die Rippen. The Almighty kann er Styles zum Aufgeben bringen. Mit dem Hurt Lock. Oder wird er das nächste Opfer unseres Champions? AJ Styles. Styles trägt den Titel mit Ehre. Ein wahrer WWE Champion. Hatte kurzzeitig ein Bündnis. Hatte seinen Phenomenal Blitzclan mit Austin Theory und Buddy Murphy damals noch. Der hat sich irgendwann aufgelöst und er hatte dann eine Rivalität mit Austin Theory, eine kurze. Wo er auch seinen Titel verteidigen konnte. Und jetzt befindet er sich gerade im Submission Lock. Wehrt sich aber mit schönen Knietritten. Und jetzt, schöner Move. Kann man Knietritte sagen? Ist immer so komisch, wenn man hier so halb deutsch, halb englische Begriffe als Kommentator bringen muss. Achtung, Styles mit dem Vorhang. Hat es bisher noch gut unter Kontrolle, dieses Match. Was hat er jetzt vor? Der will ja jetzt wohl kein Spear bringen, oder? Eine schöne Chop-Schlag-Tritt-Kombination. Und Lashley bekommt Probleme. Gegen unseren WWE-Champion. Und er ist nicht der Erste. Oh, stark gemacht. Clothesline. Gegen den Nacken. Und jetzt muss sich Styles da mal rausretten. Bobby Lashley, was hat der denn vor? Springt auf Styles. Übers oberste Seil. Einfach beeindruckend, was Bobby Lashley kann. Und wieder Styles mit dem Konter. Vorarm geblockt. Lashley macht es ganz konzentriert gerade. Es ist sein wichtigstes Match.
Er könnte WWE Champion werden. Und jetzt bringt er Styles wieder rein. Jetzt kann er es vielleicht beenden. Es kann ja nur im Ring enden. Und wenn Bobby Lashley auf dem Top Rope ist, dann meint er es ernst. Elbow Drop gegen Styles. Nimmt Styles direkt nach oben. Keine Zeit verlieren. Aber Styles mit dem Konter. Mit dem Vorarm. Da hatte Lashley eine Chance gesehen. Aber Styles kann kontern. Und jetzt Styles vielleicht wieder mit der Oberhand. Schnappt sich Lashley. Es geht in den Calf Crusher. Ob der Ref wohl sieht, dass der Fuß von Lashley auf dem Seil ist? Nee, weil er nicht hinguckt. Aber Lashley kommt auch so raus. Big Boot. Mitten ins Gesicht von Styles. Und jetzt hat er Styles im Hurtlock. So schnell kann es gehen. Styles bekommt das erste Mal richtig Probleme in diesem Match. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er hier aufgeben wird. Schlau gemacht, sehr schlau. Auf den Fuß getreten, dann mit einem Stunner entkommen. Aber Lashley macht weiter. Bobby Lashley wirft Styles in die Seile. Styles weicht aus. Teilt jetzt selber mal aus. Lashley mit dem Konter. Styles mit dem Vorarm. Noch einer. Gut ausgewichen, Bailey Kick. Und das ist die Chance für AJ Styles. Mit dem Move hat er schon einiges gewonnen. Phenomenal Vorarm. One, two. Und Lashley kommt raus. Ein Phenomenal Vorarm reicht nicht. Lashley noch in diesem Match vorhanden. Styles macht weiter. Zusammenprall mit Lashley. Und jetzt der zweite Calf Crusher. Wird Styles Lashley zum Aufgeben bringen? Es wäre ein weiterer Riesensieg für AJ Styles. Aber Lashley zum Aufgeben zu bringen, das hört sich schon so unrealistisch an. Aber wir haben schon Rousey gesehen, die aufgeben musste. Und jetzt ein Running Power Slam. Ich glaube ja auch eher, dass dieses Match per Pinfall enden wird. Aber jetzt noch nicht. Styles kommt raus. Lashley macht weiter. Mit einer Powerbomb. Styles zieht sich an den Seilen hoch. Lashley macht weiter. Dominant. Es sieht gerade nicht gut für Styles aus. Elbow Drop. Und es wird immer schlimmer. Jetzt der Kick-Up, aber direkt Lashley wieder da. Power Slam. Immer wieder der Pin. Irgendwann muss Styles liegen bleiben. Aber noch nicht. Lashley sauer. Was braucht es noch, um Styles zu besiegen? Jetzt hat Hurtlock Nummer 2. Wieder Styles, der da rauskommt. Unglaublich. Submission Locks gehen heute nicht so leicht durch. Achtung, Lashley jetzt weit weg. Steht wieder auf. Das war vielleicht ganz wichtig. Weil sonst hätte Styles hier den zweiten Phenomenal Vorarm gebracht. Und stattdessen jetzt wieder Lashley. Mit einem Spinebuster. AJ Styles. Das Ende seiner Titelregentschaft. Es naht. Aber er wehrt sich. Insegury. Lashley steht noch. Und bringt einen Neckbreaker. Bobby Lashley. Auf dem Top Rope. Das wird übel enden. Und zwar für Lashley. Denn Styles weicht aus. Geht an die Seile. Phenomenal Vorarm. Er ist so schnell. Er ist so gut. Und er ist weiterhin unser WWE Champion. Wer hätte es gedacht, dass AJ Styles Lashley besiegt
und seine Titelregentschaft fortsetzt. Unglaublich. Main Event Zeit. Das 4 gegen 4 Männer Wargames Match. Team Lesnar. Mit den Creed Brothers, mit Kevin Owens, gegen Team Reigns, gegen die Bloodline, mit den Usos, mit Solo Sikoa und natürlich mit Roman Reigns. Lesnar und Reigns, endlich treffen sie mal wieder aufeinander. Eine Rivalität, die von Anfang an besteht, aber nie das Highlight bekommen hat. Und jetzt haben wir dieses Wargames Match. Und natürlich startet Brock Lesnar für sein Team in diesem Wargames-Match. Er ist heiß, er will alle fertig machen, die sich ihm in den Weg stellen. Wurde von den Usos, von Sikoa, Backstage immer wieder attackiert. Und gegen Reigns, da wissen wir, was er gegen ihn hat. Hat ihn schon zweimal in einem Championship-Match attackiert und ihn auch den Titel gekostet. Erst beim letzten Event, Day One. Und jetzt treffen die aufeinander. Und er startet gegen den Enforcer der Bloodline, gegen Solo Sikoa. Los geht es, Brock Lesnar gegen Solo Sikoa. Die zwei starten. Sikoa hat erst letztes SmackDown-Episode bei der Go-Home-Show eine Niederlage einstecken müssen. Und zwar seine erste in seinem ersten Singles-Match und das gegen Kevin Owens, der jetzt in Team Lesnar ist und auch darauf wartet, auf seinen Einsatz. Doch gerade Solo Sikoa, der das gut macht gegen Lesnar. Jetzt aber Lesnar mit dem Konter. Bringt Sikoa in die Seile und Suplex City beginnt noch nicht. Sikoa kommt weg. Schöner Headbutt. Guter Start von Sikoa. Er kommt mit dem Beast klar. Ich glaube, genau deswegen hat Roman Reigns auch Sikoa vorgeschickt. Für sein Team, für das Team Bloodline. Achtung, Sikoa. Ultimativer Clothesline gegen Lesnar. Und jetzt harte Dritte. Er kommt mit Lesnar klar. Achtung, Sikoa. Lesnar mit dem Konter. Boah, Lesnar. Da sieht man aber auch wieder seine Kraft. Wie locker er Sikoa hochnimmt. Suplex City ist offiziell gestartet. Und jetzt wird's schwierig für Solo Sikoa, denn Kevin Owens hat sich den Vorteil letztes SmackDown-Episode erkämpft für Team Lesnar. Und Sikoa kassiert den nächsten Suplex. Julius Creed ist im Ring und hilft seinem Partner, hilft Brock Lesnar, dass es Lesnar überhaupt geschafft hat, drei Leute zu finden, die ihn unterstützen gegen die Bloodline. Er hat wohl doch Freunde. Oder zumindest Partner. Solo Sikoa, jetzt hat er ein Problem. 2 gegen 1. Und Lesnar ist einer von den zwei. Nächster German Suplex. Zählt mal bitte einer mit, wie viele Suplexes Brock Lesnar in diesem Match zeigt. Julius Creed mit dem Big Splash. Und wir sehen Lesnar ganz oben. Hat sich doch anders entschieden. Ich kann mir auch nicht Lesnar vorstellen, wie er da runterspringt. Ach, dann Julius Creed, ja, Unstimmigkeiten vielleicht. Und jetzt der Konter von Solo. Kommt jetzt mit beiden klar. Solo Sikoa gegen Julius Creed. Konter. Achtung, nimmt Solo Sikoa. Und jetzt geht's ins Turnbuckle. Und jetzt gibt's gleich Unterstützung für Solo.
Lesnar hat sich jetzt gut ausruhen können. Und es wird Zeit für Jey Uso in dieses Match zu kommen. Und auch der geht direkt in den Ring, verliert keine Zeit. Es ist natürlich sein Bruder im Ring. Da gibt es keine Zeit, um irgendwelche Waffen zu holen. Er muss seinem Bruder helfen. Landet direkt im Bearhug von Brock Lesnar. Aber er wehrt sich mit Ellbogenschlägen. Und jetzt Julius Creed. Aber jetzt hat die Bloodline am Kämpfen. Lesnar schnappt sich Jey. Jey mit einem Konter. Chop von Solo. Spinebuster gegen Lesnar. Achtung, Julius Creed bringt Solo hier erstmal weg. Und Brock Lesnar hinter Jey. Und wie Jey fliegt. Die Power von Lesnar immer wieder beeindruckend. Kassiert jetzt aber den Clothesline von Solo. Und Achtung, Julius Creed schnappt sich Solo. Jey Uso macht es gut. Die Bloodline, die schaffen es immer wieder ein bisschen mit Lesnar klarzukommen. Gegen das Biest. Und in 3 Sekunden gibt es Unterstützung. Denn hier kommt sein Bruder. Und der ist heiß auf Waffen. Und die Zeit hat er auch gerade. Bringt einen Stuhl in den Ring. Achtung. Belly to Belly von Solo. Und Brutus Creed jetzt im Ring. Schnappt sich Solo. Währenddessen Jey schlau von hinten. Attackiert hier Lesnar. Und jetzt muss er mit Brutus Creed klarkommen. Hat den Stuhl jetzt in der Hand. Lesnar mit dem nächsten Suplex. Und jetzt Jey weicht aus. Jetzt weicht er immer noch aus. Der Stuhlschlag geht einfach nicht durch. Und Solo zeigt auch seine Kraft. Das war sehr beeindruckend gerade. Achtung, Jey, Konter gegen Julius. Und der Stuhlschlag geht nicht durch. Irgendwie hat den Solo kommen sehen, aber hat es jetzt mit Lesnar zu tun. Power Slam. Riesenprobleme, gerade bei der Bloodline. Es braucht Unterstützung. Und die gibt es in wenigen Sekunden. Achtung, Lesnar springt von ganz oben auf Solo. Und jetzt kommt Jimmy Uso. Unterstützung für die Bloodline. Boah, und gerade Brutus Creed auch mit einem Riesensprung. Und Jimmy Uso will es interessant machen. Bringt den Kendo-Stick rein. Aber mehr Zeit ist nicht, weil seine Brüder brauchen Unterstützung. Wir haben jetzt ein 3 gegen 3. Es fehlt noch Kevin Owens bei Team Lesnar. Und der Tribal Chief, Roman Reigns, der Teamleader für Team Bloodline oder auch Team Reigns. Roman Reigns übrigens die Person, die in den häufigsten Main Events war von einem Pay-Per-View. Fast in jedem Main Event war er. Auch wenn er nicht Champion war. Achtung, Julius Creed mit dem Double Axe Handle. Lesnar und Jey gerade in der Mitte. Julius Creed. Da ist der Finisher. Apropos Finisher. Im rechten Ring. Brock Lesnar. Mit einem F5 gegen Jey. Kann ihn nicht pinnen. Das Match noch nicht gestartet. Erst wenn alle drin sind. Und hier kommt schon mal der letzte von Team Lesnar. Hier kommt Kevin Owens. Und da wird Solo jetzt wahrscheinlich ein bisschen Angst bekommen. Zumindest Respekt. Weil ich glaube nicht, dass ein Solo Sikoa Angst hat. Owens bringt den Hammer mit rein. Samoan Drop. Kevin Owens will direkt was Großes zeigen.
geht direkt ganz nach oben. Ich glaube, Jimmy sieht's nicht. Boah, der springt auf Solo. Direkt Solo und Kevin Owens haben erst letzte SmackDown-Episode gegeneinander gekämpft. Und Solo will sich jetzt rächen. Achtung, Solo, Belly to Belly gegen Owens. Reigns wirkt bereit, er ist der Letzte, der fehlt. Achtung, Samoan Spike, die Rache gegen Kevin Owens. Schöner Schlag. Recht ausgeglichen, dieses Match. Wird sich das ändern, wenn Roman Reigns das Match betritt? In wenigen Sekunden. In wenigen Sekunden wird dieses Match offiziell gestartet mit dem Tribal Chief. Hier kommt Roman Reigns. Guckt sich genau an, was im Ring passiert. Und holt sich nochmal eine Waffe. Bevor es nicht mehr möglich ist, wir bekommen den Tisch. Wir bekommen ihn. In letzter Sekunde doch noch. Rechts gerade Lesnar. Und Brutus Creed gegen Jey Uso. German Suplex und Achtung, es geht los. Reigns ist da. Und natürlich geht er direkt auf Lesnar. Was denn auch sonst? Die haben eine ganz große Rechnung offen. Roman Reigns und Brock Lesnar. Reigns hat ihn den Titel gekostet. Lesnar hat Reigns den Titel gekostet. Ohne Lesnar wäre Reigns vielleicht aktuell Universal Champion. Jede Sekunde kann es nun enden. Links Kevin Owens mit einem Hammer. Kämpft jetzt gegen Solo und verpasst ihm einen schönen Neckbreaker. Lesnar haut auf Jay drauf. Reigns mit dem Clothesline. Links übernimmt gerade Team Lesnar. Und rechts auch. Team Lesnar gerade mit dem Vorteil. Gegen Team Bloodline. Aber Reigns wehrt sich. Lesnar kann wieder kontern. Jey Uso wehrt sich. Aber Lesnar schnappt sich Jay. German Suplex. Suplex City. Und Lesnar mit dem Double Axe Handle. Einfach beeindruckend, wenn Lesnar da von dem Käfig springt. Jay wehrt sich. Und auch Reigns kommt gerade mit Brutus Creed klar. Schöne Powerbomb. Und der erste Pinversuch. Aber Kickout. Zweiter Pinversuch links von Solo, aber Owens ist da. Solo Sikoa links gegen Julius Creed. Rechts der Rest. Achtung, Owens muss gerade mit beiden Usos klarkommen. Wird jetzt in den linken Ring geworfen. Rechts 3 gegen 2 Vorteil für die Bloodline. Und links könnte es gerade enden. Julius Creed holt er sich den Sieg für Team Lesnar, indem er Solo Sikoa pinnt. Nein, Solo kommt raus in letzter Sekunde. Um ein Haar der Sieg für Team Lesnar. Aber es geht weiter. Reigns im linken Ring. Die Usos mit Lesnar im rechten. Also Jay und Brock Lesnar, ne, die haben da ordentlich was. Headbutt jetzt. Jay bringt Lesnar zum Bluten. Ja, und Lesnar rettet sich in die Ringecke. Solo, jetzt im rechten Ring. Reigns zerstört den Candlestick am Kopf von Brutus Creed. Und jetzt Kevin Owens, DDT. Reigns wehrt sich gegen Julius Creed. Lesnar im rechten Ring. Mit zwei aus der Bloodline. Einmal mit Solo, einmal mit Jay. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll.
Jay stellt einen Tisch auf. Lesnar bekommt Probleme im rechten Ring. Jetzt im linken. Jetzt sind gleich vielleicht alle im linken. Cover gerade gegen Reigns. Reigns kommt raus. Roman Reigns zu pinnen, das wäre natürlich jetzt halt riesig gewesen. Aber der Tribal Chief kommt raus. Lesnar. Nächster Suplex. Roman Reigns zeigt auch gerade ein paar Suplexes. Und jetzt komplettes Chaos hier. Alle acht Leute im selben Ring. Achtung, Reigns bleibt im Ring, lässt ihn nicht rauswerfen. Und da gerade ein super schöner Suplex von Julius Creed war's. Die Usos kann man heute leichter auseinanderhalten. Jimmy trägt ein T-Shirt, Jay nicht. Lesnar beweist seine Power. Lesnar, das ist übel. Lesnar geht ganz nach oben auf den Käfig. Von der Bloodline liegen drei Leute. Jimmy steht langsam wieder auf und Solo kassiert den Big Lesnar Splash von ganz oben. Owens, Santon Bomb. Reigns mit einem Pin. Wird unterbrochen von Owens. Jey Uso wird jetzt gepinnt. Und keiner kann ihm helfen. Nicht das Ende. Da war nämlich gerade der Finisher. Gegen Jey und auch der kommt raus. Wahnsinn, die Bloodline. Und jetzt wird hier ein bisschen aufgeteilt. Reigns und Solo Sikoa werden in den rechten Ring befördert. Und Owens, Following Slam. Ja, Brutus Creed gerade irgendwie, der Bodyguard versucht ihn nicht durchkommen zu lassen, aber Reigns ist schon durch. Jay geht nach oben. Ich gucke auch immer rechts hin. Denn Solo hat natürlich jetzt auch die Chance, sich den Sieg zu holen. Für das Team Bloodline und da wäre fast die Chance gewesen. Clever, wie Jay die Seiten gewechselt hat. So hat es keiner mitbekommen. Samoan Drop. Jay, der hat gerade Spaß zu klettern. Elbow Drop. Lesnar holt sich nicht den Sieg. German Suplex, was für einer von Julius Creed gerade. Nächster Pin. Und nicht das Ende. Es ist so knapp. Aber es ist noch nicht vorbei. Keiner lässt sich pinnen. Keiner lässt sich besiegen. Lesnar haut jetzt hier auf Jay drauf. Solo Sikoa hat jetzt mit beiden Creed Brothers zu tun. Owens gegen Jimmy. Jay gegen Lesnar. DDT von Owens gegen Jay. Lesnar kümmert sich um Reigns. Es sieht besser aus für Team Lesnar. Die Bloodline immer wieder mit Problemen. Aber Solo kommt da gerade 2 gegen 1 klar. Ne, jetzt wird er gepackt. Und jetzt könnte er vielleicht aufgeben. Ist das der Sieg für Team Lesnar im rechten Ring? Solo kommt raus. Solo gibt nicht auf. Jay und Jimmy sind da als Unterstützung. Und auch Roman Reigns betritt den rechten Ring. Alle jetzt rechts. Achtung, Jimmy mit einem Chop gegen Lesnar. Jay kümmert sich um Owens. Reigns kümmert sich mit einer krassen Powerbomb um Brutus Creed. Überall Action. Man weiß echt nicht, wo man hingucken soll. Ich sehe nur, dass Solo da gerade einen Tisch aufstellt. Hier sind auch 8 Leute und nicht nur 6, wie bei den Frauen. Und wie ist gerade Julius Creed geflogen?
Habt ihr das gesehen? Pin gerade. Nicht das Ende. Also hier ist absolutes Chaos. War Games. Es ist ein richtiger Krieg. Die Bloodline jetzt mal mit dem Vorteil. Drei Leute stehen von der Bloodline. Jetzt nur noch zwei. Reigns steht aktuell dauerhaft. Dominiert gerade dieses Match. Schnappt sich jetzt. Brutus Creed. Und da gibt es den Submission Lock. Und jetzt könnte es das Ende sein. Lesnar ist da. Lesnar haut Reigns um. Sikoa mit dem Headbutt. Lesnar bringt Reigns erstmal weg aus dem Ring. Aber der steht schon wieder. Ich glaube, Lesnar hat es noch gar nicht mitbekommen. Roman Reigns kann dieses Match überhaupt enden? Wer wird es beenden? Wo wird es enden? Solo Sikoa geht nach oben. Solo Sikoa, harter Elbow Drop. Jey Uso gerade mit dem Konter gegen Kevin Owens. Reigns gegen Lesnar in der Ringecke. Roman Reigns mit einem Superman Punch. Lesnar steht noch. Neckbreaker. Super Kick von Solo. Und die Usos machen Action. Und das war's. Jimmy Uso hat sich irgendwie den Sieg da gerade geholt. Und wer es noch gesehen hat, Reigns hat Lesnar nochmal hochgenommen und ihm gezeigt, dass er verloren hat. Die Bloodline gewinnt in einem kompletten Chaos mit dem kuriosen Ende. Und Lesnar rächt sich. Reigns rächt sich an Lesnar. Und damit war's das mit Survivor Series Wargames. Wir sehen uns dann bei Raw wieder.